Liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum nächsten Video aus der Reihe meiner Buchvorstellungen. Heute geht es um das Buch Leben mit narzisstischen Eltern, Untertitel Die Entlarvung der Niedertracht. In diesem Buch geht es um die Spätfolgen des Zweiten Weltkrieges, insbesondere die destruktiven Auswirkungen auf das familiäre Leben sowie um den häuslichen Narzissmus. An diesem Werk habe ich fast 4 Jahre lang gearbeitet, um das Thema so detailliert wie möglich beleuchten und beschreiben zu können. Auch meine Erfahrungen aus meiner Zeit in der Münchner Kriegsenkelgruppe sind in dieses Buch eingeflossen. Zu keinem anderen Buch habe ich bisher so zahlreiche Rückmeldungen von den Leserinnen und Lesern erhalten. Das zeigt mir, dass ich damit einen besonderen Nerv getroffen habe, indem ich ein Thema aufgegriffen habe, welches bis heute stark tabuisiert wird. Mein Buch ist keine leichte Kost. Gerade Menschen, die unter einer Traumatisierung leiden, möchte ich deshalb darauf hinweisen, dass die Lektüre triggern bzw. Flashbacks auslösen kann. Auch am Beginn des Buches habe ich einen diesbezüglichen Hinweis eingefügt. Zur weiteren Vertiefung finden Sie im Anhang ein umfangreiches Literaturverzeichnis von Büchern anderer Autoren, die über ähnliche Themenfelder geschrieben haben. Die heutige Leseprobe stammt aus dem Kapitel Das Kind als Lügner. Die Erziehung zur Wahrheit ist narzisstischen Eltern wichtig. Wenn die Wahrheit jedoch ehrlich gesagt wird, heißt es, sei nicht so frech. Halt den Mund. Gleichzeitig wird aber unterstellt, das Kind würde etwas verheimlichen oder sei unaufrichtig. Daraus ergibt sich ein ständiger Generalverdacht, dass das Kind etwas Böses im Schilde führen könnte. Unerwünschte Wahrheiten. Kinder narzisstischer Eltern lernen schnell, dass es 2 Arten von Wahrheit gibt. Die erwünschte und die unerwünschte Wahrheit. Das brave Kind äußert daher nur das, was erwünscht ist. Und dies aber auch nur sparsam und vorsichtig, denn die Stimmung der Eltern kann auch mal ganz plötzlich ins Gegenteil umschlagen. Neben der Problematik des ambivalenten Umganges mit der Realität bestehen darüber hinaus in vielen narzisstischen Familien Tabus, über die nicht gesprochen werden darf. Die sprichwörtlichen Leichen im Keller. Weitere Aspekte dazu finden Sie im Kapitel Nachwirkungen der nationalsozialistischen Ideologie. Rechtfertigung von Gewalt, Missbrauch und Erziehungsfehlern. Gerade wenn es um offensichtliches Fehlverhalten der narzisstischen Eltern geht, nutzen diese das Argument, das Kind sei ein Lügner. Nichts fürchten narzisstische Eltern mehr als die Aufdeckung der Wahrheit. Daher werden die Kinder darin gedrillt, gegenüber Außenstehenden keinesfalls Dinge zu äußern, die der Wahrheit entsprechen, das heißt, die dem Ansehen der Familie schaden könnten. Das Bild der heilen bürgerlichen Welt muss um jeden Preis aufrechterhalten werden. Entweicht dem Nachwuchs doch einmal eine unbedachte Bemerkung, kommt von den narzisstischen Eltern sofort die Erklärung, er oder sie hat eine blühende Fantasie. Soweit eine Leseprobe aus meinem Buch Leben mit narzisstischen Eltern, die Entlarvung der Niedertracht. Das Buch ist zum Preis von 11,99 Euro überall im Handel erhältlich und außerdem als E-Book beziehbar.
Liebe Zuschauer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute, Ihre Andrea Pieringer.